Nicht weit von den Maren in Daun arbeitet ein ganz besonderer Maler und Installationskünstler. Sein Name Franziskus Wendels. Er ist in der Eifel aufgewachsen, aber als junger Mann hat er ihn schnell in die Großstadt gezogen. Diese Landflucht ist auch ein Thema in seiner Kunst. Ich treffe ihn in der ehemaligen Bäckerei seiner Eltern. Er stellt aber nicht nur hier aus, sondern international. Zum Beispiel in Paris, Brüssel und New York. Hallo, Franziskus, ich grüße Sie. Über die Schwelle darf man nicht, das ist ein schlechtes Omen, also russische Aberglaube. Okay, komm. So, Vladimir, das ist ein Arbeitsraum. Arbeitsraum? Ich sehe nur Koffer und Uhren, aber Franziskus legt direkt los. Ach, Olga, worauf lasse ich mich da nur immer ein? Jetzt fangen wir mal an. Wir gucken einfach mal ein paar Punkte und sehen uns das einfach gleich mal im Dunkeln an. Franziskus arbeitet mit Licht und Dunkelheit. Dabei benutzt er Leuchtfarben und alte Gegenstände. Genau, super. Genau so. Mal dich am besten mit selber an, weil sonst bist du demnächst, wenn du durch Berlin... Dann leuchte ich in der Dunkelheit. So ist das, genau. Während ich so vor mich hin pinsele und hoffe, nichts falsch zu machen, hat Franziskus auf jeden Fall eine klare Vision. Das Interessante, was später dabei rauskommen soll, ist sowas wie so eine Illusion, dass du zwei Bilder hast im Kopf, die einfach nichts miteinander zu tun haben und doch irgendwie einfach spannend sind. Na, ob das wohl geklappt hat, ich bin mir nicht sicher. Olga, der blanke Wahnsinn. Kaum macht man das Licht aus, verschwinden plötzlich die vertrauten Grenzen und man findet sich in einer total anderen Umgebung wieder. Zum Beispiel in einer Metropole. Franziskus, obwohl ein gebürtiger Eifler, liebt die Großstadt. Köln ist sein zweiter Standort. Du meinst also, dass wir in einer überbelichteten Welt leben, ja, wo alles ausgeleuchtet ist? Genau. Und deswegen sehen die Menschen nicht. Die sind blind vom Licht und erst in der Dunkelheit können sie, ja, genau, im Grunde genommen ihre Räume erkennen. Richtig, wobei es ist, ich glaube, Dunkelheit ist sowas fast so wie Stille. Das ist etwas, was so natürlich da ist, aber was heute irgendwie fast keiner mehr ertragen kann. Mir gefällt auch diese minimalistische Art sehr, dass aus ein paar Punkten eine Landschaft plötzlich entsteht. Ja, gut, das ist, glaube ich, das Interessante auch dabei. Ne? Wenn du das jetzt ganz detailliert machen würdest, dann ja, entsteht auch was vielleicht interessant ist. Aber hier ist das, dass das Bild im Kopf des Betrachters passiert. Ich lasse mir von Franziskus noch die Räumlichkeiten zeigen. Hier sieht es ganz anders aus als in den anderen Ateliers. Das sieht ja aus wie eine Ausstellung. Ja, ist ein Lager und ein zwei, drei Arbeitsräume. Und das war mal eine Bäckerei. Meine Eltern hatten. Hier? Ja, hier. Meine Eltern hatten in vierter Generation eine Backstube hier in Daun. Sie wollten aber kein Brot mehr backen. Ich wollte kein. Ich habe das abreißen lassen. Die Familientradition, vierte Generation. Ich war der Letzte. Ja, aber das war ein tolles Projekt. Vielleicht auch besser so. Womöglich wäre Franziskus Talent sonst zwischen Brotteig und Ofen unter die Räder gekommen. Ein Thema ist und bleibt in seiner Kunst zentral. Du kommst vom Land und beschäftigst dich mit hauptsächlich urbanen Landschaften. Also keine Eifler Berge habe ich auf deinen Bildern gesehen. Ist das eine Art Kompensation, ja, für die Kindheit auf dem Lande? Ich glaube, es ist viel einfacher, wenn du in der Stadt groß wirst, dann ist das Land für dich das Fremde, das Andere, das Aufregende, das Neue. Und für mich war das genau umgekehrt, dass ich halt meine Jugend und Kindheit hier auf dem Land verbracht habe und bin dann nach Berlin gegangen und war 8 Jahre in Berlin und habe diese Stadt wirklich als unglaubliche Bereicherung, als Motivation, als Thema auch durchgearbeitet. Und
dann ja, mich mir zum Teil auch für so Details interessiert. Man sieht das so. Also jetzt hast du das ist ein Kino in Berlin gewesen, in Berlin-Schöneberg, wo ich oft hingegangen bin. Bei dir ist dieses Zusammenspiel zwischen Licht und Schatten, glaube ich, ausschlaggebend für diese großstädtischen. Genau, ja, beziehungsweise das ist so dieses Thema Licht. Das interessiert mich seit langem jetzt. Mich interessiert, wie entsteht ein Raum, das kann in dem Fall hier ein urbaner Raum, eine Landschaft sein, wie entsteht der einfach durch einen Hauch von Licht? Ja, auch das ist einfach so, das finde ich, das reizt mich immer ganz besonders, irgendwas zu machen, wie weit kann man das treiben, dass es eigentlich fast schon ein abstraktes Bild ist. Und wie viel kann man weglassen? Hier in der Abgeschiedenheit arbeitet es sich ganz anders als in der Stadt, sagt Franziskus. Ich habe erst jetzt durch diese Filmproduktion die Eifel für mich entdeckt. Dabei bin ich als Schriftsteller seit über 15 Jahren auf Lesereisen unterwegs. Wir sind jetzt mitten in der Vulkaneifel und da gibt es wirklich meines Wissens in Deutschland die einzige Gegend, wo man Vulkane hat, die mit Wasser gefüllt sind und eine unglaublich tolle, spektakuläre Landschaft. Und dann ist die Eifel eigentlich voll von Leuten, die, ja, auch interessante, kauzige Leute, Aussteiger. Ja, und letzten Endes, ich bin hier geboren, das ist einfach Heimat. Und das ist auch immer toll, zurückzukommen. Franziskus, vielen Dank für diese Erfahrung.